Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear. In der letzten Episode bin ich kläglich gescheitert an diesem Rätsel, das hier liegt, mit Hunde, Katzen und Ratten. Da die Ratte uns die ganze Zeit hier verfolgt, versuche ich es trotzdem nochmal jetzt mit der Ratte, auch wenn ich das in der letzten Episode schon deutlich geprüft habe. Ratte ist ja 6, 8, 7. So, wir versuchen das nochmal mit der 6, 8, 7. 687, okay, ist sogar noch eingestellt. Ratte funktioniert auf jeden Fall nicht. Da können wir noch den Hund versuchen. Hund ist 2, 5. Moment, wo geht der hin? 2, 5. Der geht ja zum A. Oder sehe ich da... Bin ich irgendwie blöd. Ah, hier geht der lang. 259, ne? Wenn ich mir jetzt richtig geguckt habe, 259. 2. Auch nicht. 259 ist es auch nicht. Ich gucke nochmal nach, um mich zu versichern. 2. 5. 9. Okay, dann die Katze. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Okay, das ist, wenn es das jetzt nicht ist, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Das ist es. Ich habe keine Ahnung, warum die Katze. Ist hier irgendein Hinweis auf eine Katze? Ich raff's nicht. Also ja, klar, das hier ist ein Hinweis, aber... ja, ich dachte, die Katze wäre einfach nur so da. Keine Ahnung. Die Katze ist wohl die richtige Antwort. Weiter geht's. Oh Gott, es brennt! Ich will nicht enden wie meine Frau als gegrilltes Hähnchen. Oh. Ich versteck mich mal hier. Was ist passiert? Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich gehe einfach mal hier lang, wo die Bilder verschwunden sind. Ist sie wieder, die Ratte. Sie will, dass ich ihr folge. Keine gute Idee. Au, das hat wehgetan. Schade, dass wir nicht im Bett gelandet sind beim Runterfallen. Das wäre angenehmer gewesen. Tür geht nicht auf. Wieso geht die Tür nicht auf? Weg da! Was auch immer dahinter liegt. Mit ein bisschen Gewalt hat sich noch jedes Problem gelöst. Merkt euch das, liebe Kinder. Macht ihr so Geräusche? Der Boden macht auch extrem komische Geräusche. Okay. Jetzt gehen alle Türen. Wusste ich's. Ich wusste es einfach. Hui. Oh, die Wanduhr. Standuhr, so. Macht mich auch wahnsinnig.
ich nicht gerade irgendjemanden wimmern hören? Nee, es war nur der Wind. Siehst du, angehört, als ob jemand... macht. Oh, wir haben keinen Schatten. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Ich glaube, er war betrunken, als er das hier gesagt hat. Aber Hunde können immer noch bellen, oder? Wenn sie einen Maulkorb anhaben. Ich sehe dich. Oh, er ist hier verschwunden. Und da auch. Und da auch. Und da auch. Oh mein Gott, was ist hier los? Wieder ohnmächtig geworden. Alter, wir sind ganz schön drauf. Wir sind ganz schön. Wir haben ganz schön einen an der Waffel. Schauen wir mal hier nach. Hey, tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit der Arbeit überschüttet. Ich muss dir sagen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass du deine alten Gemälde anzünden, dass sie deine alten Gemälde anzünden würde. Warum sollte sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz. Es war doch dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer dass ihr professionelle Hilfe suchen solltet. Und zwar pronto. Du müsstest wohl selbst mal mit jemandem reden. Nach all dem, was geschehen ist, bin ich mir nicht sicher, dass es dir ebenfalls gut tun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuscht der Käufer von diesen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer, ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch mehr in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein Freund und Agent Thomas Caldwell. Mach ich nicht, okay. Unsere Frau hat die Gemälde angezündet? Ist das Haus deswegen so runtergekommen? Sie hat die ganze Bude abgefackelt eventuell? Sind wir vielleicht auch tot? Und wir sind ein Geist? Ich blicke gar nichts mehr. Die Ratte schon wieder und noch eine. Dabei haben wir doch den Kammerjäger geholt, der angeblich gesagt hat, hier wären keine Ratten. Und ich habe im Voraus bezahlt. Oh, ja, ich sollte mehr lesen. Habe ich schon öfter gesagt, die letzten Episoden. Ach komm, gehen wir doch mal in den Raum, wo das Blut von der Decke tropft, oder? It's all worth it. Ist es das alles wert? Ich kann noch laufen, vielen Dank. Zwar nicht mehr so gut, aber es geht noch. Okay, da flüstert was. Der Alkohol spricht zu uns. Hey there, Princess. What? Oh, this is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh God, I'm so. Wait, I'm sorry. I'm sorry. Oh ja, Papis Medizin. Ich hoffe, er ist nicht gewalttätig geworden seiner Tochter gegenüber, als er dann betrunken war. Ja, sowas ist schon scheiße, ne?
hat es dich erwischt. Oder auch doch nicht. Ich halluziniere nur. Don't look back! Ich hab nicht zurückgeguckt. Wieso greifst du mich an? Wer bist du? Bist du meine Frau? Die habe ich aber hübscher in Erinnerung. Ich muss echt hässlich sein, wenn ich nur so eine abbekommen habe. Okay, wo sind wir hier? Das sieht aus wie bei Saw. Mit den ganzen Mechanismen hier. Okay. Hat da einer geschrien? Okay. Zieh! Ich muss die Tür aufbekommen, Junge. Es bringt alles nichts. Ein bisschen Schmerz reicht weit. Ja, solange es nicht meine Schmerzen sind. Er hat sich da in unserer Wand versteckt. Und schreit vor Schmerzen. Ist es der Kammerjäger? Er hat es nicht anders verdient. Denn hier sind immer noch jede Menge Ratten. Oh, ein Brief, den ich nicht lesen. My gift! I want it back, you hear me? I will bring you back! Drag if I have to! I will make it right, honey, I promise! I will make you right! Oh Gott. Ja, wie schon gesagt, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Er war sehr unzufrieden mit seiner Frau. Also ich glaube nicht, dass er so ein Arschloch ist und gesagt hat, du bist jetzt hässlich, ich mag dich nicht mehr, nachdem du jetzt hier so verbrannt bist. Er ist einfach damit nicht klargekommen, dass seine Frau diesen Unfall hatte und dass sie nicht mehr so schön ist. Aber ihretwillen, glaube ich. Und er wollte sie einfach wieder heilen und niemand konnte ihr helfen. Alle haben gesagt, wir können keine Hauttransplantation machen, beziehungsweise sie wird nie wieder so aussehen wie vorher. Und ich glaube, er hat sie getötet und dann als Gemälde gezeichnet, so wie sie war, vor ihrem Unfall, aus ihrer Haut und ihren... Ja, alles ganz normal. Hier flüstert es wieder zu mir. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Okay. Er hat seine Gabe verloren, hat er gesagt. Ja, sein Erfolg blieb aus, das kam wahrscheinlich dann noch dazu. Vielleicht ist er deswegen wahnsinnig geworden. Der Lichtschalter geht nicht mehr. Muss ich hier das Licht ausmachen. Oh Gott. Jetzt habe ich mich nochmal richtig erschrocken. Boah, es geht direkt durch den ganzen Körper, ne? Also, boah, so eine Gänsehaut. Oh, der kleine Mann. Können wir jetzt hier raus? Ja. Und der Fahrstuhl. Wohin mag er uns führen? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das Spiel bei anderen vielleicht schon gesehen habt oder selber spielt im Moment. Wenn ihr euch da auch entscheidet, man kann ja hier nach rechts und nach links drehen. Meine Vermutung war ja einfach von Anfang an, dass rechts nach oben, links nach unten.
Bis jetzt hat es immer genau das gemacht, was ich auch gesagt oder mir gedacht hatte. Wenn ich den Hebel nach rechts gezogen habe, ist der Fahrstuhl nach oben gefahren. Und wenn ich nach links gezogen habe, ist er nach unten gefahren. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob man hier die freie Wahl hat, ob sich das Spiel vielleicht auch anders gestaltet oder ob die Räume eh immer gleich sind. Egal, ob man nach oben oder unten fährt. Wir fahren mal in die Richtung, wo das Blut ist. Nach oben. Denn bis jetzt habe ich nicht so das Gefühl, dass ich hier die... Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Wenn ihr es lesen wollt, müsst ihr mal das Video anhalten. An der Stelle. Mag hier nicht sein. Mag hier nicht sein. Es kommt wieder dieses Geräusch, wenn jetzt gleich jemand an der Tür wackelt. Oh Gott, ich wette, wenn das Licht gleich angeht, kommt irgendwas. Da kommt was. Hm? Komm nicht rein. Autsch. Okay, wir wären so oder so unten gelandet, wie es aussieht. Aber trotzdem, schreibt es mir gerne rein, was passiert, wenn man runterfährt in dem Moment. Okay. Bewegt sich nicht. Nur hier kann ich rein, wo der Stuhl steht. Oder auch nicht. Ich will mich nicht umdrehen. Ich will mich nicht umdrehen. Ich will mich nicht umdrehen. Okay. Oh. Ah, jetzt steht hier ein Stuhl. Das Stuhlmuseum. Heute geöffnet. Von 5 bis 18 Uhr. Wir haben komische Öffnungszeiten. Oh Gott, der ist näher gekommen, oder? Fällt er gleich auf uns? Wir sollten aufhören, hier das Stuhlmuseum besuchen zu wollen. Autsch. Wir sollten auf jeden Fall dringend renovieren. Es ist... Mit Abschleifen ist das nicht getan hier. Mit dem Parkettboden. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. Ja. Okay, ich denke mal, es ist ein bekanntes englisches, ein Kinderreim. Mir ist er nicht bekannt. Aber ich glaube, er ist eigentlich nicht gruselig. Es liegt mehr so an seiner Interpretation, sag ich jetzt mal. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Sie ist also auch nicht mehr so gut damit klargekommen, dass sie... Ja, es scheint wohl auch im Gesicht... Scheint sie schon erhebliche Blessuren davon getragen zu haben. Was ist das? Ich kann gar nichts erkennen. Kann ich hier Licht anmachen? Ist das ein Grafikfehler? Das sieht so komisch aus. Hä? Das ist irgendein roter Schleier. Ach, das ist dieses Baby wieder, oder? Aber es ist so festgefangen in der Zeit irgendwie. Scheinbar. Also diese Puppe, die hier an dem kleinen... Sie ist weg? Nee. Naja, lassen wir die mal.
Piano spielen. Hallo? Ja, da gehe ich nicht rein. Oder? Gehe ich da rein? Ich gehe da nicht rein. Ich gehe da nicht rein. Wir gehen hier lang. Hier ist es doch viel schöner als da bei dieser komischen Frau. Gut, liebe Leute, was uns aber hier in der schönen Bibliothek erwartet, das sehen wir in der nächsten Episode. Also, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, ciao, ciao, euer Silent.